Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Einen wunderschönen und hallo, zuerst aus meiner Garage heute. Ich nehme euch heute einfach mal mit, ich habe ein bisschen was zu tun. Unter anderem geht der Kollege, wie ich es im letzten Video erwähnt habe, heute nur noch zum TÜV. Dann werden die Kennzeichen und Papiere abgeholt vom neuen Besitzer. Und dann wird er die nächsten Tage umgemeldet. Aber erstmal, bevor wir das machen, muss unser geliebtes Coupé da. Unser liebtes Coupé muss erstmal dringend gewaschen werden und ganz, ganz dringend getankt werden. Und da nehme ich euch als erstes mit. Wir testen eine neue Waschbox. Ich bin mal gespannt, was heißt neu, in Anführungszeichen neu. Die steht schon eine ganze Weile da. Ich war nur noch nie die testen. Dementsprechend, für mich ist es neu. Wir testen die aber heute und mal gucken, ob das was für uns ist. Let's go. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Wake up. Today's gonna be a good day. Also, Fazit zu der relativ neuen Waschbox, das ist jetzt der allererste Versuch von mir hier gewesen und ich muss sagen, ich bin nicht ganz zufrieden. Ich verstehe das Konzept nicht so ganz. Erstmal muss man sagen, es ist echt teuer. Es ist richtig, richtig, richtig teuer. Für denselben Preis kriege ich in meiner Standardwaschbox, wo ich sonst immer hingehe, sehr viel mehr. Und ja, wie gesagt, das Konzept ist irgendwie ein wenig schlüssig, ne? Weil hier, die Schaumbürste und die Lanzen sind irgendwie, warum sind die nicht mittig angeordnet, ne? Das hier könnte man, gerade die beiden, ne? Das ist die Dampflanze und die Schaumlanze. Das hier ist die Schaumbürste, ist egal, aber die hier sollten auf jeden Fall zumindest mittig vom Fahrzeug stehen. Ja, und dann sind die halt auch noch nach vorne und nach hinten verschoben, ne? Was halt auch wieder keinen Sinn macht, weil ich stehe jetzt relativ mittig mit dem Fahrzeug. Aber wie ihr vielleicht in der Zeitraffer gesehen hattet, mit dem kurzen Schlauch inklusive, hatte ich echt Probleme, vorne an mein Fahrzeug ranzukommen. Weil ja der Schlauch, die Dampfpflanze hier oben weiter hinten am Fahrzeug montiert ist. Macht irgendwie keinen Sinn. Aber naja, war ein Test. Ich bin nicht zufrieden. In Zukunft fahre ich weiterhin zu meiner alten, zu meiner guten alten Waschbox. Weiter geht's. Jetzt geht's zum TÜV. Zack, TÜV bestanden. Von dem Cabrio kommen jetzt nur noch die Kennzeichen ab. Dann werde ich die Papiere und die Kennzeichen dem neuen Besitzer mitgeben. Und der kümmert sich die nächsten Tage, dass es abgemeldet wird. Heute ist Montag und am Mittwoch kommt das wohin. Schade. Aber das war es noch nicht mit dem Video, liebe Leute, denn wir haben noch was vor. wie gesagt, ich gebe die Papiere dem neuen Besitzer, der kommt noch mal kurz vorbei. Aber danach fahren wir noch mal eine Runde, und zwar mit dem Coupé. Ne? Mit dem wird noch mal eine Runde gefahren und da nehme ich euch natürlich auch mit. Bis dahin. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Wait a minute. Guck mal. Das ist das Resultat, wenn man mit Klettverschluss seine Kennzeichen befestigt und versucht abzumachen, seine Blechkennzeichen wohlgemerkt. Soll ich euch mal zeigen, wie leicht das beim Coupé geht? Kennzeichen ab. Jetzt wird gefahren. Let's fucking go. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.
Ist das geil? Ist das geil oder ist das geil? Die Fahrt hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hat sich gelohnt und hat auch noch Spaß gemacht, von daher. Perfekt. Was Besseres geht nicht. Oh. And the winner is definitiv der E46. Keine weiteren Fragen. Hilfe. Hilfe, ist das gut. Aber halt auch wieder ein wunderschönes Bild, ne? Wenn ich das so sehe. Geil. Und somit würde ich sagen, war das ein schöner Abschluss fürs Video, oder? Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, teilt das Video, kommentiert, wie es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Liebe Leute, bis dann. Ciao, ciao.